Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Silent Hill. Wir haben die Schule soweit abgeschlossen und wir hören die Glocken läuten, die Kirche ruft. Und es ist nur die große Frage, wie kommen wir dahin? Und die Frage beantworten wir höchstwahrscheinlich mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben. Wenn er nicht zum Lehrer gehört, beziehungsweise nicht zum Teacher's Room, dann wird er sicherlich irgendwo anders zu gehören. Guck mal kurz. Dabei stand nichts, oder? Mit der Anschrift K. Gordon, dann könnte es ja eigentlich nur ein Hausschlüssel sein, oder? Eine Anschrift ist ja nicht hier im Lehrerzimmer. Beziehungsweise nicht innerhalb der Schule, vermute ich mal. Okay, wir kamen vorher gar nicht aus der Schule raus. Okay. Und die Kamera. Sind die Gegner noch da? Hä? Ah. Okay. Hört sich ruhig an. Gut, wir sind hier. Wir müssen zur Kirche. Wir haben also jetzt zwei Möglichkeiten, zumindest zwei direkte Möglichkeiten. Über die Bradbury Street oder über die Bloch Street. Einfach nur wegen der Nähe würde ich zuallererst mal über die Bradbury Street versuchen, unten rum. Schauen wir mal. Also quasi rechts rum. Okay. Okay. Spiel. Okay. Hier haben wir einen Schulbus. Ah, Moment. Ich glaube, man konnte da reingehen, oder? Ja. Oder? Ah ja. Seht mal hier. Nehmen wir mit. Und nehmen wir mit. Noch weiter. Ah ja. Hier speichern, okay. Sieht ein bisschen abgeranzt aus hier drin. Speichern, ja. Das. Okay, momentan läuft das Spiel ein bisschen hakelig. Tut mir sehr leid, aber wie gesagt, ich bin froh, dass das Ganze überhaupt funktioniert. War ein bisschen Fummelei, das Ganze zum Laufen zu bekommen. Und dementsprechend, ja. Will ich auch gar nicht mehr so viel in den Einstellungen rumspielen. Das sieht super aus. Ich würde sagen, hier kommen wir perfekt weiter. Optimal. Wir haben den Weg gefunden. Vielleicht liegt hier noch irgendwas auf der Kante. Man weiß ja nie. Nee. Okay, wo führt der Weg jetzt hin? Nach Norden? Ach so, wir waren da unten. Vollkommen falsch, okay. Jetzt überlege ich gerade. Da war ja die Lehrerliste, ne? Denkt ihr, auf der Lehrerliste stand was? Da war ja Gordon auch drauf aufgelistet. Gehen wir da nochmal kurz hin. Hier ist die Schule. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Vor allen Dingen, weil die ganzen Viecher weg sind. Also irgendwas stimmt hier nicht. Oder wir haben jetzt durch den mit in der Schule die ganze Geisteratmosphäre, diese ganze... Bin voll dran vorbeigelaufen. Die ganze Atmosphäre, sag ich mal, diesen Einfluss dieser dämonischen Gestalt oder wie auch immer aufgelöst. Das kann natürlich auch sein. Alles schönreden hier. Okay. Da war sogar ein Schild, oder? Denn so zurück, was ist denn los mit dem? Seht mal hier. Elementary School. Oh weh, oh weh, oh weh. Das kann ja noch heiter werden. Abgeschlossen. Na gut, wir kommen nicht mehr rein. Okay. Dann müssen wir mal so gucken. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt mal in die Aufzeichnung gucken, was genau da stand. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da gar keine Adresse stand. Eine genaue Adresse glaube ich irgendwie nicht. Zumal wir hier auch keine Hausnummern haben, oder? Aber ich weiß ja nicht. Wir gucken mal hier. Ob wir hier irgendwas... Hier ist hier so eine Seitenstraße.
Oh, Moment, Leute. Moment, Moment. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe nicht genossen. Das ist vollkommener Quatsch. Das sieht nach einer Sackgasse aus, oder? Muss wieder ins Spiel zurück. Moment. So. Erstmal stehen bleiben. Die Kamera ist hier so komisch, als wäre da irgendwas. Ohne Spaß. Harry! Ja, was? Ich glaube, das erspart uns so viel Heilung, das lohnt sich richtig. Irgendwas muss hier ja sein, oder? Oder kommen wir von hier? Kommen wir von hier? Wir kamen auch durch so eine Tür. Ja, ich glaube, wir kamen von hier. Okay, ich glaube, wir haben unseren Zielort gefunden. Das Haus von K. Gordon. Ich weiß auch wieder rein ins Glück, muss ich sagen. Wäre fast dann vorbeigelaufen. Sieht ein bisschen so aus wie das andere Haus. Ein bisschen aber nur. Zu viel Munition, das ist nicht gut. Da liegt ein Teller auf dem Boden. Gordon war nicht sehr ordentlich. Und speichern, das ist auch wieder sehr nett. Oh Mann. Wir speichern. Ja. Wie heißt es hier? Gordon. Vielleicht noch was zur Regeneration hier irgendwo? Nee. Hier rein? Nee. Okay, dann hier raus und ich schätze mal, dass das der einzige Durchgang ist, um dann hier im Osten Richtung Löcher zu kommen. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, okay. Wir gehen jetzt mal rechts rum. Dann vermute ich mal, dass der Briefkasten kaputt mit Blut dran. Okay, das war nur Erde. Okay, alles klar. Dann müsste ja theoretisch hier rechts Straße kaputt. Genau. Okay, das heißt, wir wären da nicht durchgekommen. Da kommen wir nicht durch. Oben kommen wir auch nicht lang. Das heißt, wir kommen nur so weiter Richtung Osten. Nein. Nein, nein, nein. No parking. Jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Wir können hier gerne mal durchlaufen, weil hier ist scheinbar auch irgendetwas. Hier oben ist nämlich auch irgendwas beschriftet. Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn wir da rein können... Oh Gott. Boah. Wenn wir da rein können, würde ich mir das auch gerne ansehen. Sieht aus wie ein Gefängnis da rechts. Mitten in der Innenstadt. Auch nicht schlecht. Kommen wir hier rein. Wow. Kamera. Danke. Oh Gott, oh Gott. Kommen wir rechts rein. Weil guck mal hier. Wir sind jetzt da. Outlet, out, irgendwas, keine Ahnung, ist das hier? Nein. Lass mich in Ruhe. Hier? Okay, hier ist die Straße auch kaputt übrigens. Hatten wir das schon auf der Karte? Ich glaube schon. Ne, da ist die Straße auch kaputt. Okay, dann kommen wir nur durch den Durchgang dahin. Dann ist die Bradbury Street wahrscheinlich auch kaputt und wir müssen hier jetzt gerade, also rechts rum, so laufen. Und müssen dann zur Church kommen. Auf
lauf. Oh Mann, ja, bitte lass die Straße hier nicht kaputt sein. Sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Wir haben die Kirche erreicht. Und gehen rein. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait, don't go yet. Oh Mann, ist ja nicht so, als wäre die Schule schlimm genug gewesen. Ein Krankenhaus. Na gut, das war die gute... Boah, es liegt mir auf der Zunge, Leute. Dahlia, Entschuldigung. Ja, eine mysteriöse Frau, die uns hier mysteriöse Dinge hat liegen lassen. Einmal der... Oder ein Flauros. Glaub mir, das Ding wird noch sehr sinnvoll. Es ist kein Triforce, auch wenn es ein bisschen so aussieht. Und ein Zugbrückenschlüssel. Natürlich, dankeschön. Hier dahergehen können wir natürlich nicht. Wir können uns aber hier vielleicht noch ein paar Bilder angucken. Unikum mitnehmen. Unikum, wie auch immer. Kommen wir hier durch. Nö. Sie muss von der anderen Seite aus abgeschlossen sein. Okay. Die möchten das Mädchen also holen. Okay, sie weiß also auf jeden Fall Bescheid, dass wir auf der Suche nach Cheryl sind. Haben wir noch die Karte der Stadt? Perfekt. Da oben müssen wir hin. Haben wir da so einen Kreis? Da oben ist ein Pfeil. Jetzt alles mal sehr interessant. Also meiner Meinung nach müssen wir jetzt da oben zum eingekreisten X gehen. Weil die Kreise sind immer die Ziele. Nee. Nee, beim Kreis war doch, beim Kreis war auch der Schlüssel, oder warum war der Kreis da? Der Kreis war vom Schlüssel. Das heißt, wir müssen nach Norden. Nee, da ist doch die Bridge, da unten rechts ist die Bridge. Da kommen wir über die Gasstation zur Brücke und müssen die dann runterlassen. Okay. Da ist ein Sammelkasten, nichts drinnen. Schade. Wollt der klauen, oder was? Voll. Speichern. Church. Okay, und raus hier. Oh Mann. Auf zum Krankenhaus. Yay. War ja nicht schlimm genug hier. Nur, ich glaube, auf dem Weg zum Krankenhaus passieren noch andere Dinge, die nicht gerade schöner sind als das, was wir erlebt haben. Was ist das bedrückend, oder? Die Atmosphäre ist einfach furchtbar. Nein. Hallo? Wuff, wuff. Hier ist die Gasstation. Wow. Bin hier rein. Junge. Kommt man da nicht rein? Das ist ja komisch.
Okay. Wir laufen einfach mal. Und hier ist dann irgendwann die Zugbrücke oder so. Ah, okay. Tatsächlich. Control Room oben. Da muss man aber sehen, Shattered Memories, wie gesagt, der Neuinterpretation hat auch diese Zugbrücke mit drin. Ja? Und auch Medaille und so weiter und so fort. Sehr interessant. Nur eben alles ein bisschen anders interpretiert und anders umgeschrieben, sagen wir es mal so. Da. Eine Karte des Einkaufsviertels. Ach du Schande. Silent Hill Town Center. Police. Und da unten ist das Krankenhaus. Scheiße. Ich glaube, das wird anstrengend. Sehr viele Speicherpunkte, ne? Kein gutes Zeichen. Steuerung? Okay. Da ist ein Schlüsselloch in der Bedienertafel. In der Bedientafel. Achso. Ja, okay. Beim dritten Mal habe ich es verstanden. Dann einmal den Schlüssel benutzen. Die Maschine läuft. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja. Dass ihr in der Aufnahme optisch gar keine Brücke gesehen habt. Das ist auch nicht schlecht. Da war eine Brücke. So, nochmal speichern. Man weiß ja nie. Wenn wir sterben, müssen wir es nicht nochmal machen. Okay, okay, okay. Frage ist nur, wie wir am besten vorgehen. Gehen wir direkt Richtung Krankenhaus oder orientieren wir uns erstmal so ein bisschen an dem Straßenverlauf generell? Jetzt los. Okay. Richtige Kampfmusik hier. Heute mal wieder Teezeit. Auch und heiß. So. Okay, hier sind wir. Wir müssen nach da unten. Dann gehen wir mal an der Polizei gucken. Und ich denke mal, die Sagan Street wird sowieso gesperrt sein. Ein Geräusch hier. Ja, das Spiel schafft es auf jeden Fall, sehr unangenehme Geräusche zu erzeugen, das muss man sagen. Okay. Ich habe vor kurzem erst... Wow, Mann, ich hasse es, wenn Harry einfach stehen bleibt, wenn ich den Stick drehe. Irgendwie kommt der mit nicht so richtig klar. Ihh, was war das denn? Affen! Da waren Affen! War das gut, hier reinzugehen? Die Polizei, der Freund und Helfer. Hallo? Officer, ich habe ein Problem. Sibyl? Speichern, okay. Hört sich aber schon mal nicht gut an hier drin. Wir haben inzwischen so viel Pistolenmunition, dass wir eigentlich nur noch Pistole benutzen können. Hm. Slot 2 gespeichert. Okay. Guck mal hier. Und Schrotmunition liegt da links. Was haben wir hier? Es liegt eine Notiz auf dem Schreibtisch. Gerichtsmediziner Seals hat angerufen. Polizeibeamter Gucci, tolle Marke. Höchstwahrscheinlich nicht ermordet. Offensichtlich natürliche Todesursache. Aber laut Personalakte hatte Gucci zuvor keinerlei Symptome von Herzerkrankung. Also ein toter Polizeiofficer. Merken wir uns. Und Schrotmunition. Da haben wir ordentlich viel verballert am Ende vom letzten Mal. Die Tür klemmt. Ich weiß nie, was wirklich... Es liegt etwas auf ihm. Produkt nur verfügbar in ausgewählten Bezirken von Silent Hill. Das Rohmaterial ist White Claudia, eine nur in dieser Region heimische Pflanze. Hier hergestellt, Händler gleich Hersteller.
Okay, dann würde ich mal vermuten, dass das die Unterlagen der Polizei sind zu diesem Mordfall am Polizisten. Und White Claudia ist, soweit ich weiß, giftig. Nur es liegt etwas auf ihm, sollte wahrscheinlich eher heißen, es steht etwas auf ihm, ne? Gute Übersetzung. Ich war gerade ein bisschen verwirrt und dachte, das wäre die Tür. Okay. Mehr Munition. Kommen wir hier durch? Nö. Aber hier ist noch eine Tür. Rotmunition, erstmal die Tür. Schloss klemmt. Noch ein bisschen Schrotmunition. So. Wie geht's uns denn? Naja. Das Flauros. Pyramidenförmiger Gegenstand gefunden in der Kirche. Zweck und Funktion unbekannt. Nicht mehr lange. Jo, mal ganz kurz raus. Hallo, meine Affenfreunde. Verkohlte Menschen. Okay, jetzt ist die Frage: Denkt ihr wirklich, wir kommen da die Richton Street runter? Oder sollen wir über die Wilson Street gehen? Wir gehen. Wow! Alter! Oh, was hüpft der denn hier rum? Junge! Oh, wie viel zieht er uns ab? Okay, alles gut. Wow! Das ist echt ein Affe, oder? Wenn jetzt die Straße kaputt ist, dann haben wir ein Problem. Okay. 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 Oh, scheiße. Okay, wir sind soweit. Okay, gehen wir noch zur Post. Hier ist die Post irgendwo. Post. Post. Ich habe Post. Hallo. Okay, wir haben keine Post. Post aber hier auf der Ecke, oder? Das hier ist die Post. Post Office, ja. Hier. Irgendwie können die nichts. Ich hab's mal bloß nicht gesagt. Okay, da kommen wir nicht rein. Dann das Krankenhaus. Das müsste ja hier sein. Genau hier. Wo war der? War da gerade der Eingang? Hauptsache schnell rein, egal was passiert. Oh Mann. Will ich überhaupt da rein? Ich glaube nicht. Ja noch schlimmer als die Schule. Aber. Ein Schuss, ein Treffer, eine Krankenschwester. Hoffentlich nicht. Hallo? Wer hat denn da geschossen? Hallo, hallo? Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God. Another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared.
and it's snowing out. This time of year, something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Also was ich nicht verstehe, warum Harry jeden gehen lässt. Also ich würde mich an jeden Überlebenden hier klammern wie ein Äffchen. Nichts Ungewöhnliches. Ja. Er hat so ein Fliegevieh getötet, nichts Nützliches. Der gute Kerl hat hier also gearbeitet, behauptet er. Vielleicht. Das stimmt sogar, wie sich noch rausstellen wird, aber ich will nichts verraten. Jetzt kommen wir hier irgendwo hin. Ich weiß nicht wo. Ich habe keine Karte. Eine Zeitung? Da ist eine Zeitung. Dieser Artikel ist ausgeschnitten worden. Welcher denn? Hä? Ein Artikel würde Sinn machen. Warum denn dieser? Ich brauche eine Karte, Leute. Karte. Ging da eine Karte? Wir gucken nochmal kurz. Ah, ich habe eine Idee, wo die sein könnte. Wir haben ja so komische Schnipsel da gesehen gerade eben. Vielleicht ist das ja die andere Tür hier. Und da sind wir gekommen. Hier geht's auch noch raus. Da ist ein Buch. Da ist noch eine Tür. Boah, ist das verwirrend. Fängt ja schon super an hier. Nichts? Hä, verarsch mich doch nicht, Harry. Es... So, größte Herausforderung, durch Türen zu gehen. Ah, guck mal hier. Da ist eine Karte des Krankenhauses. Mitnehmen, ja. Medkit. Telefon ist tot, wundert mich nicht. Können wir hier auch speichern? Komm, schreck die Arme aus. Mensch. Okay, gewohnheitsbedingt würde ich fast sagen, der Autosave ist immer nett. Elevator, Director's Office, Kitchen. Die Scheiße ist ja nur, dass irgendwann wieder alles ins Furchtbare wird. Jetzt ist alles ja noch nett und halbwegs in Ordnung, aber es wird gleich wieder schlimm. Da habe ich keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Es wird so... Entschuldigung, alles gut. Hab ich voll unter Kontrolle. So. Psst. Psst. Ich will hier arbeiten. Die Tür bestimmt versperrt, oder? Okay, das heißt, wir hätten da den Durchgang nicht nehmen können. Das heißt, wir kommen jetzt. Na gut. Das ist, okay, kann ich bitten. Was ist das für eine Karte hier? Mann, übertreib doch nicht so, ich will keine Karten mehr. Untergeschoss. Morgur. Leichenhalle, natürlich im Krankenhaus mit drin, muss ja sein.
Der Heizraum, der Generatorraum und die Rumpelkammer. Bin ich auch gut gebrauchen, wisst ihr das? Ein Raum, wo einfach so Kartons reinwirft und sowas. Ja, wäre toll. Okay, dann da liegt ein Schlüssel, ich habe ihn gesehen. Geil. Mit dem Kellerschlüssel wird eh wieder alles so böse. Das weiß ich ja jetzt schon. Würde ich einfach mal vermuten. Okay, kommen wir dann hier schon nicht mehr weiter? Okay, dann geht's da noch weiter zur Kitchen. Habt ihr eine KitchenAid? Ich nicht. Hätte ich auch einen Jumpscare oder so? Eine Plastikflasche. Okay. Die brauchen wir später noch, das ist ganz wichtig. Ihr müsst wissen, das Spiel hat mehrere Enden. Und für Leute, die wirklich ein gutes Ende haben wollen, hier der Tipp, nehmt euch diese Flasche mit. Harry ist eine Flasche, er nimmt sich eine Flasche mit. Ich meine, er hat ja auch vom Körperbau ein bisschen was von der Flasche. Nicht böse gemeint, aber ich meine uns ohne Spaß jetzt, ne? Also der bleibt einfach stehen, wenn eine Bedrohung kommt. Wird einfach gar nichts mit der Tochter retten. Hier, du. Hey, wer ist denn hier geplatzt? Ein Glasfläschchen liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen. Offensichtlich ist es mit Absicht zerschmettert worden. Die restliche Flüssigkeit wurde in die Plastikflasche umgefüllt. Nun, was haben wir denn hier? Was denn? Harry, was ist los mit dir, Mann? Unbekannte Flüssigkeit. Rote Flüssigkeit gefunden in einem zerbrochenen Glasfläschchen. Kann es denn in einem zerbrochenen Glasfläschchen auf dem Boden gewesen sein? Mensch. Im Zimmer des Krankenhausdirektors. Ganz wichtig. Bücher sind um den Tisch herum verstreut. Sonst ist hier nichts Besonderes. Ja, dann sind die Bücher doch besonders. Dann lese doch.